Im Spätsommer 2008 wurde an der Berner Fachhochschule zum ersten Mal der Credit Suisse Award für innovative Hochschullehre vergeben. Gewinner auf Rang 3 ist Professor Kurt Schenk. Er ist Modulleiter im Modul Entwurfstheorie, das im ersten Semester des zweiten Studienjahres am Departement Architektur, Holz und Bau als Kernfach angeboten wird. Wir freuen uns, ihn hier begrüßen zu dürfen. Er wird uns im Folgenden einen Einblick in die aktuelle Durchführung des Moduls Entwurfstheorie geben. Herr Schenk, Ihr Modul zum Oberthema Entwurfstheorie mit dem speziellen Thema Haus und Kontext wurde ausgezeichnet. Meine Frage zum Thema Innovation: Was ist in diesem Modul besonders innovativ? Was ist besonders innovativ? Da steckt wieder die Frage drin, muss man innovativ sein, überhaupt grundsätzlich? Wenn man den Begriff ein bisschen anschaut, dann kommt er ja vom Begriff Novus, neu, etwas Neues kreieren oder etwas erneuern. Und ich beziehe mich eigentlich viel lieber jetzt auf die zweite Bedeutung, nämlich auf das etwas erneuern. Ich beziehe mich eigentlich auf altbewährte, gute didaktische Grundlagen und möchte die in die aktuelle Zeit transformieren. Wichtig scheint mir, dass Innovation hier in dem Sinne verstanden wird, dass zwei Sachen, zwei Bereiche verknüpft werden, nämlich die Theorie und die Praxis. Die sind eigentlich aufeinander angelegt. Theorie, sind die Vorlesungen, die wir an der Schule halten, wo der Stoff vermittelt werden, wo die Werkzeuge vermittelt werden. Und die Praxis wird dann in den Übungen umgesetzt, im Feld, also gewissermaßen eine Feldforschung durchgeführt. Und diese beiden Bereiche sind direkt voneinander abhängig. Und ich finde, das ist eigentlich das Innovative, dass wir das wieder aufgreifen und wieder neu interpretieren. Theorie und Praxis, also meine Tätigkeit an der Schule als Lehrer und die Praxis als Architekt in unserem Büro, Bern und in Zug. Und da entsteht so eine gewisse Art, eine Reibung zwischen diesen beiden Bereichen. Ich finde eigentlich, dass diese Reibung auch stattfinden soll, die ist auch befruchtend, und zwar auf Gegenseitigkeit. Ich nehme sehr viel aus der Praxis in die Schule hinein, kann den Studierenden aufzeigen, was sie mal erwarten wird. Und umgekehrt nehme ich auch sehr viel von der Schule mit in die Praxis zurück. Also dieses Wechselspiel ist das, was mich fasziniert und auch motiviert. Konkret heißt das, dass die Studierenden die Aufgaben an einem Ort in Bern lösen? Das ist so. Der Kurs ist so aufgebaut, dass in 8 Vorlesungen der Stoff vermittelt wird und dass sie dann jeweils direkt das, was sie gelernt haben am Vormittag, am Nachmittag dann direkt anwenden können, vor Ort, in einem ausgewählten Quartier, meistens in Bern, im Raum Bern. Zum Hintergrund oder der Geschichte dieses Moduls: Weshalb wurde dieses Modul auf diese Art und Weise konzipiert und wie ist es dazu gekommen? Die Themen bauen sich vom Kleinen zum Großen auf. Das heißt, zuerst im ersten Jahr wird der Raum vermittelt, also Themen bearbeitet vom Raum, die Grundlagen vermittelt. Im zweiten Jahr wird dann das Haus und sein Kontext, sein maßgebender Kontext behandelt. Und im dritten Jahr die sogenannte Stadtlandschaft. Also man geht eigentlich vom Kleinen zum Großen. Vom weniger Komplexen zum Komplexeren. Und ich unterrichte jetzt in dieser zweiten Stufe das Haus und den Kontext. Es war ein Anliegen der Schule, dass eben dieser Praxisbezug nicht zu spät und auch nicht zu früh einfließt und die Studierenden eigentlich profitieren können von den Erfahrungen, die ein Architekt in der Praxis machen kann. Eine Frage zum Entwicklungsaufwand: Wie hoch war für Sie der Aufwand bis zur ersten Durchführung, punkto Finanzen und Personell, und wer hat diesen Aufwand getragen oder mitgetragen? Das Grundgerüst, die Idee des Kurses oder die Inhalte, da habe ich den Auftrag erhalten, das zu erarbeiten, das habe ich auch gemacht. Ich halte auch die wesentlichen Vorträge oder Vorlesungen am Vormittag. Hingegen für die Umsetzung braucht es ein Team. Und dieses Team setzt sich zusammen aus Größenordnung 6 Leuten, 6 Dozierenden. Darunter ist auch ein Philosophe und eine Kunsthistorikerin, weil es geht ja auch um das transdisziplinäre Zusammenarbeiten.
Also diese Umsetzung, die wäre nie zustande gekommen, wenn ich nicht diese Leute zur Verfügung gehabt hätte. Wir haben auch noch 2 bis 3 Assistierende, die uns unterstützen. Nach den üblichen Spielregeln erhält man ja für eine gehaltene Lektion 3 Stunden entschädigt. Und das ist man natürlich, und das weiß man hinlänglich, dass dieser Aufwand weit weg von dem ist, was man da sich vorstellt. Das ist wahrscheinlich der Faktor 5 oder 10 viel angemessener. Das ist einfach so, aber man muss der Freude sehr viel beimessen. Und ich weiß auch, dass, oder ich kann auch signalisieren, dass doch ein großer Teil dieser Aufbauarbeit, die ich gemacht habe in diesem Modul, auch entschädigt wurde mit einem Sonderkredit. Eine Frage zur Durchführung und auch zur künftigen Durchführung. Wie sind grob die weiteren Durchläufe organisiert? Wie gestaltet sich dabei der Durchführungs- und Betreuungsaufwand und warum lohnt sich das für Sie? Ich denke, jede gute Lehre hat ein gutes Grundgerüst, an dem man dann sich verbessern kann, erweitern kann, daran feilen kann. Und das war uns ein zentrales Anliegen bei unserem Modul. Der Betreuungsaufwand dann in den Übungen, das war ein zweites Anliegen, der wird sehr hoch gehalten, wird auch sehr geschätzt, dass die Leute sehr eng und sehr intensiv betreut werden. Was sind bisher Ihre Erfahrungen? Was hat sich bewährt? Oder was müsste auch in Zukunft allenfalls vermieden werden? Ja, sehr bewährt hat sich, dass wir die Theorie und die Praxis zusammengeführt haben. Dieses Verknüpfen von Theorie und Praxis. Sehr bewährt hat sich auch das interdisziplinäre Team, die Zusammenarbeit mit der Philosophie, mit der Kulturgeschichte, die eigentlich wieder neue Aspekte einbringt in die Architektur. Sehr bewährt hat sich auch bei den Übungen, dass wir von den Studierenden verlangt haben, dass sie sogenannte Verbesserungen anbringen an ihren Projekten und nicht einfach eine Übung machen und dann ist Schluss, sondern sie müssen die Fehler ausmerzen. Ein bisschen mehr Aufwand für die Studenten, auch für die Dozierenden natürlich. Ziel ist eigentlich, dass wir das Niveau anheben an unserer Schule, dass wir die Kompetenzen der Studenten verbessern, sodass letztlich das auch sich niederschlägt im Markt, wenn die Studenten dann in die Praxis gehen, dass man sagen kann, ein Student, der kommt von Burgdorf, der kann das. Der hat diese Kompetenz. Und das wird sich dann sicher auch positiv auswirken auf den Ruf unserer Schule. Sie haben noch Kontakte zu ehemaligen Studierenden? Ich habe Kontakte, ich habe auch in meinem Büro Leute, die ich von Burgdorf anstelle, als ausgebildete Architekten. Das ist die direkte Information. Ich höre aber natürlich, wenn ich den Studenten oder Studenten begegne, die ich irgendwo in der Stadt treffe oder so, höre ich da auch recht viel positive Rückmeldungen. Und wir werden ja jedes Mal, wenn dieses Modul durchgeführt wird, am Schluss auch eine Umfrage machen und die hat sich auch sehr positiv ausgedrückt. Herr Schenk, ich danke Ihnen für dieses Interview, für diese interessanten Informationen zu Ihrem Modul. Was sind bisher Ihre Erfahrungen? Was hat sich bewährt? Oder was müsste auch in Zukunft allenfalls vermieden werden? Ja, sehr bewährt hat sich, dass wir die Theorie und die Praxis zusammengeführt haben. Dieses Verknüpfen von Theorie und Praxis. Sehr bewährt hat sich auch das interdisziplinäre Team, die Zusammenarbeit mit der Philosophie, mit der Kulturgeschichte, die eigentlich wieder neue Aspekte einbringt in die Architektur. Sehr bewährt hat sich auch bei den Übungen, dass wir von den Studierenden verlangt haben, dass sie sogenannte Verbesserungen anbringen an ihren Projekten und nicht einfach eine Übung machen und dann ist Schluss, sondern sie müssen die Fehler ausmerzen. Ein bisschen mehr Aufwand für die Studenten, auch für die Dozierenden natürlich. Ziel ist eigentlich, dass wir das Niveau anheben an unserer Schule, dass wir die Kompetenzen der Studenten verbessern, sodass letztlich das auch sich niederschlägt im Markt, wenn die Studenten dann in die Praxis gehen, dass man sagen kann, ein Student, der kommt von Burgdorf, der kann das. Der hat diese Kompetenz. Und das wird sich dann sicher auch positiv auswirken auf den Ruf unserer Schule. Sie haben noch Kontakte zu ehemaligen Studierenden?
Ich habe Kontakte, ich habe auch in meinem Büro Leute, die ich von Burgdorf anstelle, als ausgebildete Architekten. Das ist die direkte Information. Ich höre aber natürlich, wenn ich den Studenten oder Studenten begegne, die ich irgendwo in der Stadt treffe oder so, höre ich da auch recht viel positive Rückmeldungen. Und wir werden ja jedes Mal, wenn dieses Modul durchgeführt wird, am Schluss auch eine Umfrage machen und die hat sich auch sehr positiv ausgedrückt. Herr Schenk, ich danke Ihnen für dieses Interview, für diese interessanten Informationen zu Ihrem Modul.